In diesem Video geht es darum, wie wir beim Large Frame Motor die Schaltraster einbauen. Und da gibt es ein ganz wichtiges Detail zu beachten, insbesondere bei neuen Schaltrastern. Hi, mein Name ist Alex von Motor Erevo, hier in der Nähe von Darmstadt. Wir sind eine Werkstatt für Vespa mit Handschaltung und für Simsons. Und wir bauen jetzt hier an unserem PX80 Motor die Schaltraster ein. So, was machen wir? Zunächst mal müssen wir hier diese Schaltstange rausziehen, soweit es geht. Dabei ein bisschen an der Getriebewelle hinten wackeln, bis wir das ungefähr auf der Position haben. Also es sollte ungefähr so in der Höhe der Stehbolzen sein. Dann weiß man, dass man sie möglichst weit draußen hat. Und jetzt kommt die Schaltraste dran. So, und dazu erstmal wieder eine Erklärung. Ne? Ich bin ja hier immer der Erklärbär. Die Schaltraste ist dafür zuständig, dass die verschiedenen Gänge perfekt eingelegt werden. Wir haben ja jetzt hier hinten dieses Schaltkreuz dran. In einem unserer ersten Videos hatten wir es ja, wie das von innen aussieht, der Motor. Da haben wir dieses Schaltkreuz, was da in die verschiedenen Gänge reingeht. Das ist aber frei beweglich. Also man sieht ja, das kann ich in jeder beliebigen Position halten. Ich kann es hier halten, hier halten, hier halten, hier. Das ist völlig egal. Das hat ja keine Rastpunkte. So, das heißt, ich weiß ja jetzt erstmal nicht, welcher Gang ist eigentlich drin. Ist jetzt der vierte drin, der dritte, der zweite? Ist er überhaupt ganz drin oder ist er nur halb drin? Und das macht die Schaltraste. Die Schaltraste sorgt dafür, dass ich wirklich Schaltpositionen habe. Und wenn ich mir das nämlich hier mal angucke, das Teil von oben, dann sehe ich hier verschiedene Kerben drin. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Kerben. So, jetzt kann man mal überlegen, warum habe ich beim Viergangmotor 5 Kerben? 4 Gänge und Leerlauf. So. Ja, und das macht dieses Teil. Dieses Teil wandelt sozusagen unsere Schaltbewegung in, ja, und die Drehbewegung am Griff, die wir machen, in so eine richtige Bewegung um, wo das schön einrastet. Dass wir nicht einfach nur drehen und selbst gucken müssen, oh, habe ich jetzt den dritten Gang getroffen, sondern damit man es wirklich spürt und die Gänge wirklich einrasten. Ne? Da sieht man, das dreht sich dann und hier ist so mit einer Feder dieser Rastarm dran. Zack, und der schlägt da richtig in diese verschiedenen Positionen rein und sorgt dafür, dass die einrasten. Und auf der anderen Seite haben wir unten entsprechend den Schaltarm. So, und jetzt kann man schon eins und eins zusammenzählen. Dieser Schaltarm wiederum betätigt entsprechend hier diese Schaltstange. Und der sorgt dafür, dass die eben genau in der richtigen Position in den jeweiligen Gang sozusagen geführt wird und dort dann auch fest drin bleibt. So schön, so gut. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, mal wieder, mit den Neuteilen. Oft sind die alten Schaltrasten ausgeleiert. Ne? Nach Tausenden, Zehntausenden Schaltvorgängen oder noch mehr ist da so viel Spiel drin, dass die Gänge springen, dass es eben nicht mehr das Schaltkreuz im Gang hält. Dann braucht man eine neue. Und bei neuen Schaltrasten kann es sein, dass diese Gangpositionen nicht ganz stimmen. Und da gibt es einen Weg, um das rauszufinden. Das sehen wir jetzt gleich. Ich montiere die jetzt und dann zeige ich euch, wie man rausfindet, ob die Schaltraste die richtigen Gangpositionen vorgibt. Wir montieren das jetzt einfach wie jedes andere Bauteil an dem Motor. Da kommt wieder eine Dichtung drauf, da kommt Dichtmasse beidseitig drauf, alles schön entfettet, alles schön sauber. Was wir halt machen müssen, ist, wir müssen den Schaltarm hier möglichst weit rausstrecken. Das heißt, wir müssen hier auf die letzte Schaltposition, das ist Gang Nummer 4 in dem Fall. Wir müssen gucken, dass wir das Teil eben so weit wie möglich rausziehen. Das passt auch, ne? Wie gesagt, in Höhe der Stehbolzen. Und dann können wir das nämlich so ineinander führen. Ja, zack. Und können jetzt die Schaltraste komplett draufdrücken. Wie gesagt, Dichtung muss noch rein, nur zum Verständnis. Und dann machen wir die drauf, schrauben die fest und dann gucken wir, ob die Gangpositionen passen. So. Oh, hier noch ein Hinweis. Es gibt so viel zu beachten bei Vespas. Die Dichtung sieht auf den ersten Blick symmetrisch aus. Aber wenn man mal genau hinschaut, da fehlt eine Ecke. Und das ist wichtig, die müssen wir nämlich so einbauen. Das ist nämlich dann genau hier. Hier drüben fehlt auch die Ecke, das heißt, die Dichtung muss so rum eingebaut werden. Das sind alles so diese Details bei Vespa, die man einfach kennen muss. Jetzt kommt entsprechend hier die Schaltraste dran. Hier unten schön schauen, dass der Schaltarm auch wirklich hier mit seinem, ja, mit diesem beweglichen Element in der Schaltstange drin ist.
und dann entsprechend drauf schieben. Dabei ein bisschen an der Welle drehen, ein bisschen alles bewegen. Das geht immer ein bisschen schwer. Das hängt immer so ein bisschen, ist ganz normal. Unterlegscheiben drauf, beziehungsweise Federscheiben, Muttern drauf. Jetzt ist es montiert. Und in einer perfekten Welt wären wir jetzt fertig mit der Montage. Wir müssen jetzt nochmal schauen, ob das mit den Schaltpositionen überhaupt hinhaut. So, das heißt, was machen wir? Wir gehen her und schalten in den Leerlauf. So, jetzt fragt man sich natürlich, was ist der Leerlauf? Ganz einfach, der Leerlauf ist die Kerbe, ich hoffe, man sieht es, das ist die Kerbe, die am kleinsten ist. Also diese ganzen Kerben haben eine gewisse Tiefe. Aber die vom Leerlauf ist weniger tief. Das sieht man. Also man, mit dem bloßen Auge sieht man es sehr gut. Das ist die Kerbe, die einfach ein bisschen niedriger ist. Und das ist Position Nummer 2. Also jetzt von links gesehen ist ja hier die Kerbe Nummer 1, hier ist Kerbe Nummer 2. So, also Kerbe Nummer 2 ist der Leerlauf. So. Und wir können jetzt Folgendes feststellen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, nochmal im Motor, das hatten wir jetzt vor vielen Videos davor, hatten wir ja die Abtriebswelle zusammengebaut. Da waren diese 4 Zahnräder drin und dazwischen war dieses Schaltkreuz. So, jetzt habe ich hier Gang 1 und hier habe ich Gang 2. Und das Schaltkreuz soll ja, wenn wir im Leerlauf sind, dazwischen sitzen und weder Gang 1 noch Gang 2 berühren. So, und jetzt können wir nämlich einen Trick machen. Wir können feststellen, ob, wenn hier der Leerlauf drin ist, wir wirklich in der Mitte dieser Zahnräder sind. Weil so soll es ja sein. Wenn die Schaltraste passt zum Getriebe und das alles korrekt gefertigt ist, sollte ja, wenn ich hier auf Leerlauf bin, der Leerlauf auch wirklich in der Mitte sein. Das Schaltkreuz sollte in der Mitte zwischen den beiden Zahnrädern sein. Das heißt, der Weg nach rechts und der Weg nach links ist der gleiche. So, und das können wir testen. Weil wir wissen ja, das Schaltkreuz kann nur in den Gang rein, wenn der Gang perfekt mit seinen Aussparungen zum Schaltkreuz passt. Wenn er nicht passt, schlägt das Schaltkreuz an der Seite an. Und das können wir uns zunutze machen. Wir gehen her und drehen die Zahnräder so, müssen wir ein bisschen rumprobieren, wir drehen die Zahnräder so, dass das Schaltkreuz am ersten und am zweiten Gang anschlägt. Und dann können wir sozusagen den Weg in beide Richtungen feststellen und können damit zurückführen, ob wir wirklich in der Mitte sind. Kompliziert. Aber wenn man es kapiert hat, geht's. So, das heißt, ich bin jetzt hier im Leerlauf und jetzt kann ich schauen, wie weit ich in eine Richtung komme. Wie weit ich jetzt das Schaltkreuz drücken kann, um praktisch mehr Richtung ersten Gang zu kommen. Und da sieht man, ich kann leider fast gar nicht drücken. Da ist fast kein Weg. Jetzt gucke ich mal, wie weit, also wenn man hier sieht, das ist fast nichts. Also es ist 2/3 Zehntel Millimeter. Und dann gucke ich, wie weit ich in Richtung zweiter Gang drücken kann. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ungefähr 10-mal so viel. Obwohl gemerkt, ich lege den zweiten gerade nicht ein. Das springt nicht in die Kerbe vom zweiten. Der zweite geht nicht rein. Ich bewege mich jetzt nur im Leerlauf. Und das Problem, jetzt haben wir nämlich genau das Problem. Wir haben hier wieder eine schlecht gefertigte Schaltraste. Ich habe zum Zahnrad des ersten Gangs praktisch keinen Weg und zum Zahnrad des zweiten Gangs sehr viel Weg. Das heißt, mein Schaltkreuz ist nicht hier in der Mitte, sondern das ist hier. Das ist ziemlich weit links. Und es kann gut sein, dass es dann im Betrieb, im Leerlauf, Rasselgeräusche gibt, weil das Zahnrad die ganze Zeit an das Schaltkreuz kommt. Und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich, wir müssen das jetzt nochmal aufmachen, Schaltraste ab und das Ganze händisch ausdistanzieren. Ist leider so. Eine Info an der Stelle, wenn du ein Problem mit deiner Vespa hast oder deiner Simson, melde dich bei uns. Wir sind hier aus der Nähe von Darmstadt und wir übernehmen gerne die Reparatur. Kannst uns das Fahrzeug vorbeibringen oder deutschlandweit abholen und liefern lassen. Mail ist unten in der Beschreibung, Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung. Genau. Also, wir müssen hier leider weitermachen. Wir müssen nochmal abmachen, wir müssen es ausdistanzieren. Entweder müssen wir eine Distanzscheibe reinmachen oder wir müssen ein Stück von der Schaltwelle tatsächlich abdrehen, um diesen Fertigungsfehler zu kompensieren. Ist alles machbar, geht, aber das gibt es dann in einem anderen Video. Gut, wenn ihr das hier nicht gefallen hat, was du gesehen hast, Daumen runter. Wenn du sagst, geil, guter Tipp, vielen Dank, hast mir ein Problem erspart, ich weiß Bescheid, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare
Und ansonsten würde ich sagen, damit du keines unserer Videos in der Zukunft verpasst, Kanal abonnieren für wöchentliche Videos und am besten noch auf die Glocke nebendran drücken, damit du auch immer die Info kriegst, wenn ein neues Video erschienen ist. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal.